Ja, hi, hier ist der Olli von Session. Ich zeige euch heute von Epiphone die Les Paul Custom Prophecy EMG in Midnight Ebony. Epiphone, Les Paul Custom Prophecy, und ihr habt schon gehört, ich meine, für eine Les Paul klingt es schon echt metallic, ist klar. Epiphone, ihr wisst ja, ist die kleine Tochter von Gibson, insofern ist auch klar, dass eine Epiphone sehr oft wie eine Les Paul aussieht. Natürlich ist es in dem Fall eine Epiphone Prophecy mit EMG Pickups, und deswegen klingt das Ganze auch ganz schön metallic, wenn ich da viel Verzerrung drauf tue. Ihr wisst ja, ich rede sehr oft davon, die Gitarre ist immer dafür da, das, was man machen will, zu unterstützen. Ja, und das bedeutet natürlich in dem Fall, wenn ich mir eine Klampe mit EMG Pickups aussuche, dann weiß ich, dass die Dinger Attack haben und dass das auf jeden Fall sehr gut in der Metal-Richtung funktioniert. Ja, die Ja, es ist natürlich so, dass der Tag kommt von den Pickups, ja, und dieser dicke Boden natürlich auch von Mahagoni, ja, was uns auch gleich zu den Specs bringt. Les Paul ist sehr oft aus Mahagoni, ist klar, sehr oft auch mit einer Maple-Decke obendrauf, so ist es auch bei der Prophecy. Das heißt, ich habe hier eine schöne gemaserte Maple-Decke obendrauf, sieht man so ein bisschen durch dieses See-Through-Black, wenn man so will, ja. Auf der Rückseite hat man das Mahagoni, ist natürlich jetzt ein bisschen überlackiert, ja. Dann hat man natürlich die ganz normalen Mechaniken drauf, vorne halt ein Ebenholz. Brett mit so Spezial-Inlays. Das Ganze ist natürlich absolut Metal-orientiert. Ja. Eine Les Paul ist ja in der Regel nicht unbedingt eine sehr krasse Metal-Gitarre. Es sei denn, es ist eine Custom. Ihr wisst ja, Customs haben Ebenholz-Griffbrett. So hat auch die Prophecy ein Ebenholz-Griffbrett. Insofern finden sich Les Paul Customs sehr oft im High-Gain ganz gut zurecht. Ja. Und ich meine, ihr wisst ja, die MG-Pickups sind nicht meine Lieblingskinder. Ich sag's in fast jedem Video. Trotzdem ist es so, dass die Klampfe aufgrund ihrer Konstruktion, ja, einfach auch sehr klassisch klingen kann. Ne? Die die Analytiker unter uns, oder vielmehr unter euch, hören natürlich, dass die Gitarre ein bisschen dünner klingt. Ne? Die MGs verschieben das ganze Frequenzspektrum ein bisschen nach oben, ja, dadurch klingt das Ganze ein bisschen schnittiger. Was uns natürlich für diese High-Gain-Sachen einfach diese Möglichkeit bietet, dass man einfach sehr, sehr definiert schreddet, ja. Ja, also natürlich, wenn ich mich bemühe, ein bisschen sauber zu spielen, dann hört man auch, dass die Attacks sehr, sehr sauber kommen. Dieses Tschakata, 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 Tschakata. Das ist sehr, 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 sehr präsenzorientiert. Der Hammer, ja. Also, ich meine, EMG ist hin oder her. Es macht natürlich Spaß, wenn man die Klampe unter den Fingern hat, dann wird man natürlich direkt ins Shredding geschoben, ja. Das ist echt der Hammer. Gerade ja.
Na gut, wenn man so will, ich meine, man kann auch vorne mal den Halspickup ein bisschen benutzen für die etwas wärmeren Geschichten. Ich meine, ich schredde die ganze Zeit auf dem Stegpickup. Und da höre ich schon die Vergangenheit der Les Paul, wo man, oder die Vergangenheit ist gut, ne? Ich meine, es ist halt eine modifizierte Paula, aber im Grunde ist die Les Paul natürlich praktisch auch der Ursprung dieser Gitarre, ist klar. Ne? Was man auch immer ganz gut zeigt, dass es sehr stark auf die Konstruktion ankommt. Ne? Ich habe natürlich hier Z-Neck, das heißt, der Hals sitzt im Body drin. Ich habe keinen, also nicht den geschraubten Hals wie bei einer Strat. Natürlich habe ich auch Mahagoni, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, und Maple, dann hat das Ebenholzbrett oben drauf. Und das bringt uns in dieser Kombination, nur in dieser einen Kombination, auch ohne Floyd Rose und ohne Standard-Vibrato mit einer richtigen Stop-Tail-Bridge, bringt uns diesen Les Paul-Ton. Ja? Egal, ob es ein Gibson ist oder eine Epiphone, man hört immer wieder, ach, guck mal, da ist eine Les Paul am Werken. Es klingt dick, holzig, mal dicker, holziger oder mal weniger dicker, holziger, wie auch immer. Aber das ist immer dieser Les Paul-Ton. Das ist natürlich eine Geschichte, die so eine gewisse Identität mitbringt, wo man dann auch sagt, okay, das mag ich, das kaufe ich. Ja, das ist so. Ja, selbst wenn die EMGs natürlich das Ganze ein bisschen nach oben verschieben, das habe ich ja schon tausendmal gesagt, aber das ist natürlich eine Geschichte, die man auch mit EMGs sehr, sehr stark hört. Ja. Es ist natürlich gewissermaßen eine Schande, auf so einer Gitarre Blues zu spielen. Ich weiß das ja selber. Ja, deswegen schreie ich schon. Das war von Epiphone, die Les Paul Custom Prophecy. Und wie ihr seht, ich habe die Sache natürlich immer direkt aus dem Laden gezogen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir gehen immer rüber in die Ausstellung, schauen, was wir euch drehen wollen, welche Wünsche wir haben über den YouTube-Kanal. Ganz, ganz wichtig. Und wir ziehen die Gitarren raus, wir zocken sie unten am Amp und ihr hört sie auf dem Video. Super geil. Wenn ihr zu weit weg wohnt, wir schicken die Gitarren auch raus. Lieber ist es mir, ihr kommt her, ihr zockt die Gitarren an, weil vielleicht wird es ja auch ein Gibson oder das wird ein ESP, es ist ja scheißegal. Ihr könnt immer schauen, welche Gitarre für euch die beste ist. 66 Tage haben wir Umtausch, 33 Tage Moneyback. Die Specs gibt es auf www.session.de und mir hat Spaß gemacht. Ich sage tschüss.